Blakeliveli, statt zur Met Gala gehen, machte sie das. Eigentlich liebt Blakeliveli, 35, die glamouröse Met Gala und posierte schon oft bei den Mode-Events des Jahres in aufregenden Robben für die Fotografen. Doch dieses Jahr fehlte von der einstigen Gossip Girl-Darstellerin jede Spur. Wie sie im Vorfeld allerdings schon gegenüber dem People-Magazin ankündigte. Als frisch gebackene Vierfachmutter ließ sich die Frau von Ryan Reynolds, 46, das Spektakel entgehen und hatte daheim andere Dinge zu tun. So zeigte sie ihren Instagram-FollowerInnen, wie sie den 1. Mai verbrachte, im Badezimmer Milch abpumpend. Blake und Ryan haben mittlerweile 4 gemeinsame Kinder, James, 7, Ines, 6 und Betty, 3. Im Februar plauderten die stolzen Eltern aus, ein weiteres Kind auf der Welt begrüßt zu haben. Sich um die Kleinen zu kümmern hat für das Paar natürlich oberste Priorität und die nächste Met Gala 2024 darf sich sicherlich wieder über einen Auftritt von dem Kohlen-Hollywood-Paar freuen. Was für ein Schräg. Sophie Turner, 27, klingt untröstlich, der Game of Thrones Star legt eigentlich größten Wert auf seine Privatsphäre. Doch nun hat die Schauspielerin selbst einen Teil davon offenbart, ohne offenbar zunächst darüber nachzudenken. Am 1. Mai teilte die Frau von Musiker Joe Jonas, 33, zur Überraschung ihrer Fans einen besonderen Clip auf ihrem Instagram-Kanal. Das Video zeigte die Aktrice mit ihrer ältesten Tochter Willa, 2. Ein schwerwiegender Fehler. Nur kurz darauf löschte die Britin ihren Post wieder und gab sich danach reumütig. Vorhin habe ich einen wirklich schlimmen Fehler gemacht, indem ich ein Video von meiner Tochter in meiner Instagram-Story gepostet habe. Wir haben uns immer für die Privatsphäre unserer Kinder eingesetzt, dies nun öffentlich zu machen ist gegen alles, wofür ich stehe, schrieb die zweifache Mutter wenig später auf der Plattform. Unsere Kinder verdienen das Recht, außerhalb des öffentlichen Auges aufzuwachsen, zu lernen und privat groß zu werden, verdeutlichte sie ihre elterlichen Prinzipien und erklärte mit einem Augenzwinker nach dem Schreck, falls ich also jemals wieder was von meinen Kindern poste. Wisst ihr, dass das nur aus Versehen ist? Sie haben News verpasst. Die Hollywood News der vergangenen Woche lesen Sie hier. Verwendete Quellen: Instagram.com, People.com.